Hi meine Pingus, heute zeige ich euch von Belleville das Pretty Playland. Wir haben einen schönen großen schwarzen Hund dabei, einen Jungen mit Lego-Print auf der Brust und ein Mädchen mit Röckchen. Ich habe das Set unglaublicherweise von dem lieben Domino-Fan 0803 bekommen. Und zwar wollte ich das unbedingt haben, dieses Set. Nicht, weil ich das besonders geil finde, sondern weil da eine Zypresse mit dabei ist. Und diese Zypresse fehlt mir in einem anderen Set. Und die ist unglaublich teuer, wenn man die nachkaufen möchte. Und von daher, ich war so platt, als ich ein Paket von Domino-Fan bekommen habe. Und wo tatsächlich dieses komplette Set drin war. Nicht nur die Zypresse, sondern das Ganze hier. Und da freue ich mich natürlich riesig, euch das alles zu zeigen. Und wie ihr schon gesehen habt, wir haben ein kleines Karussell mit Mäusen, die man reiten kann. Dann haben wir hier eine wunderbare Rutsche in schönem Knallpink. Dann kommt jetzt hier noch eine Wippe mit dazu in Blau. Und vorhin haben wir auch gerade noch eine Schaukel gesehen. Und das werde ich natürlich auch gleich nochmal vorführen, wie die Leute darauf spielen können. Da seht ihr die Zypresse. Ein Hammerding. Und da ist das ganze Set auch schon fertig. Bei Belleville ist es leider so, dass man kaum etwas zu bauen hat, was ich sehr schade finde. Aber ab und zu haben die ja jetzt schon ganz coole Sets. Die Rutsche funktioniert. Naja, nicht für jeden. Da muss das Röckchen aus, dann geht das auch besser. Ja, geglückt. Dann die Wippe. Ich finde es immer so cool eigentlich, dass man die so gut bewegen kann, die Figuren. Ich habe die früher auch immer gerne für mein Puppenhaus genommen. Die hatten die perfekte Größe. Und ich fand es halt gut, dass man die so arrangieren konnte, wie man wollte. Ha! Der Schwächste fliegt. Entschuldigung, Kleiner. Achso, leider ist der Kopf ein bisschen locker, aber das kenne ich auch schon von anderen Belleville-Figuren. Das ist anscheinend so eine Sollbruchstelle sozusagen. Wippe funktioniert auch und hier habe ich ein Bild nachgestellt, was auf dem Originalkarton drauf ist. Und zwar sieht das doch etwas wie eine Liebesschaukel aus. Ja, funktioniert auch. Die beiden haben ihren Spaß. Da habe ich aus Versehen die nochmal kaputt gemacht, ein bisschen. Und jetzt knallt auch der Typ leider an die Schaukel dran mit dem Kopf. Aber naja, er hat sich nicht beschwert. So, wie findet ihr das Set? Lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, DominoFan0803 zu abonnieren. Ich verlinke ihn euch natürlich in der Endcard und unten in der Videobeschreibung. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye!